ausgegangen. Welcome. Got a selection of good things. What are you selling? What are you buying? Is that all? Thank you. Ja, 80.000 für die exklusive Blacktail. Die Munition aber ganz schön knapp. Ja, ist nach wie vor ein super Auto eigentlich, nicht? Sind halt einfach. Aber trotzdem so Sachen wie Scheibe, da wissen sie natürlich, das kann, da können sie einen ordentlich für abzocken. Na, schön, Scheibe, ja. Ja, bei Pitstop werde ich locker 1000 Euro gelassen. Die wollen fürs Schweißen unten für den Unterboden wollen sie irgendwie. Das sind nur zwei so eine kleinen Dinger. Ansonsten ist der Ring komplett von unten ist komplett rostfrei, bis auf diese zwei Wasserablaufdinger. Da ist ein bisschen Rost dran. Dafür wollen sie 200, 300 Euro haben. Dann wollen sie 400 für die Scheibe und dann wollen sie auch noch mal ein paar hundert haben für hinten die Leuchten reparieren. Ich gesagt, hat ja einen am Senden, Alter. Na, habe ich nicht gedacht, aber habe ich mir natürlich gedacht. Der ist völlig bekloppt. So, schön auf die Raupe hier, oder was das auch immer sein soll. Leave it to me, Leon. Ja, Mädchen, du fährst schön. Er kann sonst nicht mal irgendwo hochklettern und runterspringen, aber jetzt fährt er so ein fettes Raupending hier, so einen fetten Apparatus. Zeit an Munition liegen bleiben wird. Ey, schade, schade. Ja, und wie sie aus vollem Lauf auf die Karre springen, ist auch geil, ey. Ja, toll, da bleibt so viel schönes Zeug liegen. Und absteigen kann ich nicht. Guck mal, was da alles liegt. Mann, oh. Das gute Zeug. Wo kommt der auf einmal her? Ja, das ist so eine Hauptsache. Action, Action, Action. Es gibt ja bei Resident Evil 5 in der Wüste, wo sie dann mit dem Moped durch die Gegend fahren und mit dem Buggy oder was das da ist. Und dann haben sie diese El-Gigante-Geschichten, die es ja hier auch gibt, auch nochmal komplett ausgeweitet. Gibt es dann mehrere von diesen Gigante-Fights da. Das ist einfach nur noch blöd.
So, Onkel Leon muss jetzt hier erstmal wieder... Ja, I believe it is to you. Onkel Leon macht das schon. Schnell zurück zum Bulldozer. Und gleich geht's wieder los. Leon! Leon, help me, Leon! Was ist denn jetzt los? Ist sie jetzt tot wieder, oder was? Fahr los, Baby! Das müssen wir uns gleich nochmal wieder angucken, das Video von dem Edeka-Onkel da mit supergeil. Geile Fritten, supergeil. Super cracky, super tasty. Oder irgendwas, was er da raushaut, der ist so gut. Ist doch überhaupt nichts, Mann. Neck dir doch nicht immer so auf, ey. Altes Schrapnell. Was jault ihr denn da immer so rum, sag mal, verdammte Scheiße. Oh, da kommt was von vorne. Scheiße! Ja, von hinten kommt noch dieser andere Wichser. Ah, toll, Frontalcrash. Das ist jetzt abgewichst, weil hinter mir auch dieser andere Ranken-Johnny noch stand, ey. Es sieht aber auch nicht gut aus, munitionstechnisch, muss man sagen. Ja, Ranken-Johnny. Dann gibt's ja noch Elektro-Egon, Stromschlag-Egon und Macheten-Elvis. Nein.
Ich habe das Spiel auch schon ein paar Mal durch, aber es ist halt 10 Jahre her. Ah, wie du rennen kannst. Ich muss jetzt immer einen mit der Magnum mitgeben, sonst kommt der LKW gleich wieder und macht uns platt. Jetzt. Ah. Ja. Super gemacht, Mädchen, Schätzchen. Jetzt aber mal einen kleinen Fick. Für zwischendurch. Mal wieder ein bisschen entspannt hier. Mach mal hoch das Röckchen. Rein das Stöckchen. Oh ja, hier ist wieder ein. Ein paar. Ja, hier finden wir jetzt nochmal so ein grüner Stein des Urteils, den wir in den Dings, in den goldenen Lux-Setten einsetzen konnten vorhin noch. Halt deine Fresse. Kommen jetzt eigentlich nochmal welche von den Plagas geplagten Supertypen? Dann könnte ich ja das Infrarot-Ding verkaufen. Nee, ne? Ja, ich spare jetzt noch hier eigentlich auf exklusiv für Blacktail, aber wir könnten nochmal wieder ein bisschen hier in der TMP rumschrauben. Wie viele Mumpelitionsschuss sind denn gerade drin? Ah, ist schon fast voll. What are you buying? Wie viel Schuss Schrot haben wir denn? Vielleicht können wir die tunen und dann gleich ein bisschen. Ja, ein Schuss, ja, dann tune ich mal hier Kapazität, dann haben wir gleich wieder 20 Schuss. What are you buying? Is that all? Thank you. Ja, Ladezeiten sind doch gut, also sind okay im Vergleich zu den anderen Resident Evils, dafür, dass halt so eine großen Bereiche immer geladen werden, also dass man durch da mehrere Türen und Räume und Bereiche und bla. Und I can feel them growing ever so strongly inside you. Oh ja. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Sie wurde übernommen. Oh nein. Ashley! Oh, wie unauffällig. Hätte ihm unten ins Arschloch stecken sollen, das Ding. Aber da stecken wir hier gerne auch mal was anderes rein. It's already begun. Ja, ich glaube, jetzt höre ich doch auf, oder? 11:30? Ja, bis 12 machen wir noch. Voll der Remix in der Schreibmaschine, Alter.
Ja, apropos Schreibmaschine, Typewriter. Es gab ja auch diese Typewriter-MG da, diese Tommy-Gun, glaube ich, da auch noch, die man beim zweiten, dritten Mal durch hat. Und diese komische Plasma-Kanone und so, was du dann alles kriegst. Und die schicke Lederjacke. Oh. Ganz toll. Drück das Knöpfchen. Ach, ein Zettelchen. Unser Plan. Wegen des Amerikaners haben wir Mendez und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt, aber damit muss ich klarkommen. Ja, genau, Chicago Typewriter, ja. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plagas spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Seras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal machen oder so ähnlich. Ja, ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Ach ja, stimmt. Und diese Ritterrüstung für die Else, dann hockt die sich immer hin und dann passiert ihr nichts mehr. Ja, das ist auch geil. Dann kann die nicht mehr weggeschleppt werden und alles. Ja, das ist cool. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, so beim zweiten, dritten Mal, da kann man sich halt auch auf Waffen festlegen und die dann halt auch bis zum Ende durchtunen, nicht? Beim ersten Durchspielen ist es schwer. Es sei denn. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly. I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Davon gibt's in dem Spiel viel zu wenig, so richtige Story mal so, ne? Vor allem, wer ist auf einmal Krauser? Warum arbeitet jetzt Krauser mit Wesker und Ada auch mit Wesker zusammen? Was total seltsam ist alles und so weiter und so fort. Das ist alles sehr verzwickt und verworren, aber man kann das ja wohl alles noch in Ada's Report rausfinden, was ich übrigens, muss ich zugeben, leider dann nie gespielt habe. Es gibt ja noch so ein Bonusspielchen hier, so Ada's Report, dann schließen sich wohl irgendwelche Lücken in der Story, von denen es ja ganz schön viele gibt. Ruhig Blut, mein Freund. Wo kommst du denn her da oben? Eine Bombe. Ja, voll Energie, glaube ich, nicht? Ja, ich weiß, wo Ada das erste Mal auftritt. Ganz doof bin ich ja nicht. Aber warum sie auf einmal jetzt mit Wesker gemeinsame Sache macht, der ja eigentlich im ersten Teil ja tot war. Im dritten Teil kommt ja Wesker eigentlich erst, nee, gar nicht wahr. Bei Veronica kommt Wesker erst wieder eigentlich. Oder wird er erwähnt und sichtbar. Und Krauser im ersten Teil? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Das wäre mir neu. Dass es Krauser schon im ersten Teil gab. Ja, ein Rankenwichser, ey.
So, where do you gonna... Ach so, da ist eine Tür. Ja. Eine geile Szene kommt aber gleich. Ein schickes Quicktime. Ja, Krauser kommt erst in Teil 4, so wie Seed es auch gerade sagt. Ja, jetzt die Szene hier, die ist cool. Das ist mal ein cooler, eine coole Sequenz. Und ein cooler Quicktime-Event, sage ich auch nochmal dazu. Been a long time, comrade. Na, er sagt zwar lange nicht gesehen, aber er kommt zum ersten Mal hier vor. Irgendwie. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got young quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Das ist halt total dumm. Er tut so, als würde er Leon kennen, beziehungsweise Leon tut so, als würde er ihn kennen. Nur, woher? Ja, er ist in keinem anderen Resident Evil Teil bisher aufgetreten, dieser Krauser. Das ist, wie gesagt, komplett wirre Scheiße. Vor allem halt auch diese Handlanger-Geschichte mit dem Salazar zu Sadler. Das ist das gleiche wie Alfred zu Veronica in Code Veronica. Das ist so viel... kopiert quasi. Und dann auch diese ganzen beklagten Saul... Indiana Jones Einlagen mit Tür auf, noch mehr Gegner, Achterbahnfahrt mit dieser komischen Bahn und... Das passt halt alles nicht zusammen irgendwie. You're the one who kidnapped Ashley. You got John Quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Auf dem Cube läuft das flüssig. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt, scheiße. So, Seed System schreibe ich im Chat gerade, die haben mal eine Mission gemacht in der Vergangenheit vor Resident Evil. Vor Resident Evil 1 sogar zeitlich gesehen. Ja, aber woher weiß man das? Das wurde nie erwähnt. Ja, und in Resident Evil 2 ist Leon noch ein ganz, ganz junger. Und er ist ja gerade ganz frisch aus der Akademie zur Polizei. Und Resident Evil 2 spielt ja ein Weilchen nach dem ersten. Wie jung soll er denn da gewesen sein? Das ist doch totaler Quatsch. You got her involved just for that? Ja, hat einer schon Resident Evil 6 gespielt? Fragt er im Chat. Ja, leider. Ich hab's nach einer Stunde wieder ausgemacht, weil das totaler Müll ist. Resi 6 ist wirklich der allerletzte Schund. Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ada. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here.
So, Seed sagt, Krauser war Leons Partner in Operation Javier. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Ja, wie gesagt, davon wird ja halt nichts erwähnt. Die kennt sich wohl und ja, man weiß aber nicht woher. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Ja, schwupp, da ist er wieder weg, die gute Ada. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, enjoy the fun. Ja, die Spiele, sagt der Bombard, warum sollen die Spiele besser sein als die Filme? Die Filme waren auch alle scheiße, das ist richtig. Aber die Resident Evil Teile 1 bis, also die richtigen 1 bis 4, also 1, 2, 3 Nemesis, also 1, 2, 3 und Veronica, die waren gut. Die waren super, die ersten 4. Eigentlich ist Resident Evil 4 ja Resident Evil 5. Aber egal. Die ersten 4 waren top. Ab 4 ging es abwärts. 4 war noch, also das ist noch halbwegs erträglich eigentlich. Teil 5 war schon Jauchengrube. Und Teil 6 ist halt absolut unterster Bodensatz außer Kläranlage. Dieser Schleim. Weißt du? Ach, du große Güte. Was nur los? Verlockende Falle geguckt oder was? Rechts ist ein Schand. Oh oh. Oh. Hab doch gedrückt, Junge. Welcher noch gut war, war dieser Anime Resident Evil. Der war geil. Der, wie hieß der? Revelation Extinction oder so? Der war richtig gut. Der war richtig gut. Aber die Resident Evil Filme, die wurden ja auch so wie bei Saw. Einfach nur noch mehr Schnetzel, noch mehr Monster, noch mehr Zombies, noch größer und bla. Das haben sie halt einfach komplett nicht... Was ist so schlimm an Resident Evil 6? Null Story? Stumpfes Geballer? Noch stumpfer als in Teil 4 und 5? Also das ist wirklich ganz schlimm, das Spiel. Das kann ich nicht mal Fans empfehlen. Das ist absoluter Schrott. Komplett sinnlos. Das ist hier der, wie heißt das Ding? Der Architekt. Ja, wie bei Matrix. Machen wir mal ein Päuschen. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ja, bei Resi 6 ist nicht nur die Steuerung schlecht. Das ganze Spiel ist von vorn bis hinten halt einfach schlecht. An dem Spiel ist nichts Gutes. Nichts.
Grafik schlecht, Story, wenn es überhaupt eine gibt. Was halt so ein bisschen gut ist, dass man spielt verschiedene Charaktere und das ist dann so wie bei Resident Evil 1 oder 2, die sich dann so ein bisschen überschneiden. Man trifft sich dann hin und wieder mal in seiner Kampagne so. Aber ansonsten ist das Spiel der allerletzte Schrott. Man hat mich vorher gewarnt, ich soll es nicht kaufen, weil es halt einfach Mist ist. Aber wie es halt auch bei jedem FIFA-Teil ist, man kauft es sich halt trotzdem und dann... Ja. Aber FIFA spiele ich halt, ich habe ja, obwohl FIFA halt nicht ganz so geil ist, der neueste Teil, trotzdem schon wieder ein paar hundert Stunden gespielt, aber FIFA Resident Evil 6 habe ich nach einer Stunde wirklich, das kannst du nicht spielen, das ist einfach Mist. Louis Notiz 4, hier Verzeichnis, was ich über die Plagas herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, wie erwähnt, sie können die Plagas, die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Die Plagas sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Diese Fähigkeit und ihr Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Aha. Ich muss gestehen, dass ich von den Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Zettler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiterforschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? Also der Louis halt nicht, der war halt so ein, auch einer von den Bösen und dann hat er sich halt doch noch eines Besseren entsinnt. Und dann wollte er nochmal wieder alles gut machen, aber dafür musste er sterben, oh mein Gott. Der Ärmste. Hey, wir brauchen Munition, Alter, das geht gar nicht. Ich hab alles leer geballert. Welcome. Got some rare. What are you buying? Jetzt gibt's hier Updates für die. Ja, die Sniper ist alles leer, nicht? Wir haben kein Geld, um da noch Kapazität zu tunen, deswegen müssen wir einfach erstmal weitergehen. So. Kaufst du auch Munition? Kann man bei der Munition kaufen? Echt? Wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass man da Munition kaufen kann? Got some rare. What are you buying? Ja, bei dem gibt's doch keine Munition. Aber ich könnte mal wieder einen Raketenwerfer kaufen. Ja, das ist gut. Stranger. Now that's a weapon. Doch, den kann man erschießen, ja. Aber dann kommt er halt nicht mehr wieder und dann lässt er halt jetzt ein bisschen was liegen, ja. Ja, genau, wir können ja mal kurz hier abspeichern und dann erschießen wir den mal. Speicher dauert mir ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Na, mein Freund? Oh cool, er lässt nicht mal was liegen. Raketenwerfer erschießen. Wie gesagt, so ungefähr 20 Minuten, so bis 12 mache ich noch.
das war auch wieder so ein nerviger Quatsch da, ey. Das ist echt doof da drin, ey. Da habe ich jetzt aber eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Was ich jetzt aber alternativ. Also ich höre jetzt auf, hier zu spielen. Also für das Let's Play Resident Evil 4. Ja? Ich mache dann auch ganz kurz den Stream aus, damit ich halt das WOD sauber da habe. Und dann lade ich das wieder auf YouTube hoch. Und das könnt ihr dann. Oder guckt ihr vielleicht gerade schon auf YouTube. Was ich dann noch mal kurz machen werde für die, die jetzt am Stream sind. Ich werde dann mal den Gamecube anschließen. Und dann werde ich mal Resident Evil 4 in den Gamecube schmeißen. Und dann könnt ihr euch ja mal hier an diese Matschtextur-Schrottpisse. Und vor allem, was, na gut, hier fällt jetzt nicht ganz so stark auf, aber dieses Kantenflimmern in der Entfernung, man sieht es ja da hinten, da alles, das am Wubbeln und am Schwubbeln ist, da die Ketten und alles. Es gibt halt auch Bereiche im Spiel, da sieht man das noch viel krasser. Und dann können wir das mal kurz vergleichen, selber. Wir haben es ja schon auf YouTube gesehen, wir haben ein GameCube-Let's Play angeguckt, da sieht man schon, die Grafik ist deutlich besser. Es läuft viel flüssiger und, ja. Also sage ich erstmal danke fürs Zugucken, für alle die, die bis jetzt hier auf YouTube sind und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Resident Evil 4. Ich höre jetzt erstmal auf und ja, ich habe gedacht, ich schaffe es heute durchzuspielen, aber hat leider doch nicht geklappt. Vielleicht morgen. Und danach machen wir ja mit Resident Evil 0 am Cube weiter und danach Resident Evil 1 Remake, worauf ich mich richtig freue, weil das richtig stark war und auch 0 war richtig gut. Und ja. Bis gleich.